das Polizeiauto hat keine Chance hinterher zu kommen. Keine Chance. So, ist hier in die Tanke auf der Tür, oder was? Ich schreibe deine Fresse lang, schrei nicht. Herr Schaf? Psst. Ich probier zu flüchten. Maschine, Digga. Nein. Garage geht, Digga, wieder. Von den Clip verkaufen, Digga. Ah, rennt weg, Jungs. Das sind, weißt du, wenn du auf diesen Motorrad da einsteigst mit dem maskierten Mann, und wir treffen uns einen TT-Twister. Ich hab ein bisschen Angst, Mr. Flip. Ey, du, sonst setzt du dich nochmal drauf, schieß ich dir in deinen Kopf. Eins. Im Arsch, du. Spinnst du oder was? Zum Glück. Dieser Würfelpack, ey, wirklich, ich bin so stolz auf diesen Würfelpack. Der nimmt heute alles hoch, ne? Nein, ich hab. Schießt der Schaf? Schießt der Schaf? Nee. Mach doch eine Waffen mal weg. Ja, schieß den mal. Nein. Hör auf, chillt ein bisschen. Oh, wo ist denn Destiny jetzt hin? Ja. Oh nee, Olaf, jetzt habe ich die Destiny verloren. Okay, Jalla, komm. Lass mal ein paar Wichser weg. Chillt mal doch ein bisschen, okay? Jo. Schieß mal zu den Wichser. Panik! Es geht, Panik! Da liegt der Schmutz, Digga. Ey, was macht ihr hier, Dumme? Sosa. Oh nee, geh mir nicht auf den Sack, Bruder. Nimm Hustenbomber. Ja, besser. Oh, geht's dir gut? Jalla, piss dich. Nee, Bruder, ich hab ihn nicht erwischt. Warte, geh mal ein bisschen weiter vor, dann sag ich dir. Oh doch, du hast ihn erwischt. Ernsthaft? Ja, der liegt. Nein, Bruder, mit meinen Augen habe ich ihn nicht erwischt, verstehst du? Ja. Ich soll Big Soße eine Kopfschelle geben. Okay, eine Kopfschelle, okay. Wenn du willst, pack ich dir Soße ein und du kannst das selber machen. Was hältst du davon? Lil Soße hat dich gefickt. Okay, richtig aus. Danke dir. Wer ist das? Lil Soße, Digga, der will, dass ich dir eine Kopfschelle gebe. Keine Ahnung, wer das ist. Soße? Keine Ahnung, Bruder, Mann. Woher hat er meine Nummer, der Wichser? Ich glaube, das ist Uwe, der Wichser. Ach so, das Uwe, stimmt, Mann. Der Dreck. Oh, der mich so schlecht, Mann. Uwe, wo steckst du, du kleiner Bastard? Ich weiß ganz genau, dass du Uwe bist. Ich habe deine Handynummer. Der Hausmeister hat geregelt, dass wir dir auspacken können. Okay, wo steckst du? Ja. Ey, was bist du denn jetzt so aggressiv, Loco? Warum bist du so frech, Alter? Frech? Ich sag aggressiv, nicht frech. Ist das Loco, oder? Loco, du brauchst aber wow. Ey, oh, Loco. Was ist Ey, Loco, sorry, Bruder. Sosa hat einen schlechten Tag heute, ja? Sorry, Bruder. Bruder, ich glaub, du musst wieder. Ich will ja nichts sagen. Wer bist du? Ey, Jungs, hab mal ein bisschen Haare. Hast du keinen Respekt vor Opa, oder? Ey, Opa, als Schnauze, bevor ich dich abknalle, hört mir mal kurz zu. Hab mal ein bisschen mehr Respekt vor Locatoni, ja? Der ist ein bisschen angeschlagen gerade. Okay? Guck mal, wegen euch, wo man hier liegt. Hey! Ich helf dir doch, Loco, Loco, ganz ruhig. Ach, scheiß auf dich, ganz ehrlich, Bruder. Amigo, beruhig dich. Was ist denn hier los? Das war eine Dreierkombi, Digga. Warum? Ja, wer hat mein Motorrad geklaut, Digga, jetzt? War das die Maus? Ey, kannst du mir eine Weste geben? I need the West, Bro. Der wird safe wieder zurückfahren zum Wurf. Aber den wird man auch nicht bekommen, Digga. Das Motorrad ist so schnell. Ist mir auch ehrlich gesagt hart. Auch hart, scheißegal, Digga. Da hab ich ja selber Schuld, wenn ich abschließe. Der erste Digga ist aber auch lahmarsch. Hier die BF, Mann. Lauf! Jo. Gib mal diese Motorrad, das ist mein Motorrad. Was? Gib mal diese Motorrad. Ist das deins oder was? Er ist Kali, oder? Kann sein, ja, ich hab's mir eben da ausgeliehen. Ja, ist euer. Oder brauchst du? Nee, alles gut. Die Leute haben ja richtig Angst vor dir. Nee, hab ich nicht, das ist ein Spinner. Das ist die lebende Legende aus Dortmund. Angst hat man nicht vor ihm. Ich hab Angst vor ihm. Aber ihr habt alle Respekt vor ihm. Nee, Mann. Nein? Seit in der Stadt sich rumgesprochen hat, dass er mit seiner Frau, die einen Schwanz hat, 69er gemacht hat, er liegt unten, gar kein Respekt mehr. Hör mal zu, ich spür nicht anders. Ey, Loco, warum sagt jeder, dass du... Nein, die Lüge, man glaubt dir nicht, Baby. Alles gut. Oder scheiße. Ich hab mir eine neue Kleidung gemacht. Scheiß auf die Kachi, Digga. Walla, ich sehe von hier, dass sie einen Kackring ums Arschloch hat. Ich schwör's. Ja? Ja. Schick dir ein Bild. Hier, vielleicht ist sie hier jetzt, ich hab außerhalb Dortmund Zigaretten. Loco! Außerhalb, Digga. Digga. Ja, was sonst, ey? Ja, dann geh steht für gönn, Bruder. Steck einen Gruß mit rein. Boah, Digga, Maschallah, was für ein Auto, Alter. Das ist ein CLS, Digga. Der ist ja ganz köstlich, Mann. Der ist ja ganz köstlich, Digga. Boah, der hat auch eine gute Geschwindigkeit, ey. Jetzt wird's hier einfach stehen. So. Boah. Ja, der Audi ist leider nichts mehr Besonderes, Digga. Jetzt muss der hier noch rumtigern.
Hallo, warum ist unsere Cousine? Nein. Bitte aussteigen und auf den Bürgersteig. Jo, was denn los, Mann? Ja, steigen Sie erstmal ab. Out. Was ist denn los? Steigen Sie ab, allgemeine Verkehrskontrolle. Hey, scharf! Ja, erstmal eine Kippe anmachen. Gehen Sie bitte auf den. Ah! Jetzt aufsteigen, kannst du Tesern. Hey! Ja, komm schon. Normales Polizeiauto hat keine Chance, hinterher zu kommen. Keine Chance. Die haben mich nicht mit. Ich wollte so eine geile Abkürzung nehmen, Bruder. Die waren einfach in die Richtung, Digga. Die habe ich gar nicht gesehen. Gut getarnt auf jeden Fall. Ah, Bruder, ich wollte so diese internationale Abkürzung nehmen. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, nee. Benz, jetzt pack die scheiß Rose weg hier. Er war ein guter Mann. Ach, Digga, ich hab's ganz. Ach, guck an. Ich hab's ganz genau gewusst. Moin, moin. Was haben Sie gewusst? Alles gut. Ja? Wie geht's Ihnen denn? Wie soll's mir gehen? Ich bin mit 300 gegen die Wand gefahren und wurde wiederbelebt. Ui. Wie soll's mir denn gehen? Ja, mir wurde gesagt, Sie sind nur leicht dagegen gefahren. Ja, genau, richtig. Ja. Okay, haben Sie irgendwie große Schmerzen? So, weiß ich. Schmerzmittel? Ja, nee. Ich glaube, wir müssen sie mitnehmen. Mal ordentlich durchsuchen, verarzten. Gar nichts. Mist, er jetzt? Ist hier in die Tag der offenen Tür, oder was? Halt deine Fresse lang, schrei nicht. Ja, wir haben hier gerade. Moin, Al. Moin, ja. Was ist los? Also, ja, schick den mal weg. Der Polizeipraktikant behauptet, wenn ich mich auf mein Motorrad setze und vor der Polizei wegfahre, dass es Widerstand ist. Und ich sage ihm, das ist eine Flucht. Flucht ist nicht strafbar. Nach mehrmaliger Aufforderung, dass ich stehen bleiben soll. Sie haben mich nicht mehrmals aufgefordert. Das kannst du wirklich BW bezeugen. Jungs, ich stand nämlich neben. Hey, hallo. So, jetzt nochmal. Also, ich bin der Meinung, dass wenn ich mich auf mein Motorrad setze und wegfahre, also vor der Polizei flüchte in einer Polizeikontrolle und keine Gewalt anwende oder Waffen ziehe oder ähnliches, dass das eine Flucht ist und kein Widerstand. Der Kollege Polizeipraktikant sagt, das ist Widerstand. Nein. Also das ist kein Widerstand. Es ist erst dann Widerstand, wenn der Kollege sagt, bleiben Sie stehen. Dann ist Widerstand. Nur die Flucht selbst ist kein Widerstand. Jetzt ist natürlich immer die Sache in Dortmund. Also ich sage Ihnen das ehrlich und auch auf der Gefahr hin, dass ich weiß, wie das Gespräch ausgeht. Aha. Aber wenn derjenige, der angesprochen wird, das nicht hört, dann ist es natürlich die Flucht und kein Widerstand. Also Sie können ja ein bisschen lauter reden. Ich habe Sie gerade nicht gehört. Okay, also. Wenn derjenige, der flieht, einfach nur abhaut, dann ist es natürlich die Flucht und es ist keine Straftat. Aha. Es ist aber der Widerstand dann, wenn der Officer sie anspricht und sagt, bleiben Sie stehen, dann ist es ein Widerstand. Ist natürlich in Dortmund immer schwer zu beweisen, dass sie gehört haben, was er sagt und andersrum. Deswegen ist es in Dortmund ein bisschen auch so das Ehrliche, was zählen muss. Und wenn sie sagen, sie haben es nicht gehört, dann haben sie es nicht gehört, wir können es nicht widerlegen. Dann ist es halt immer auch so ein bisschen Sache des Officer, ob er ihnen das glaubt oder nicht. Aber grundsätzlich, die Flucht selbst ist keine Straftat. Mehr. Also ich kann Ihnen dazu noch was sagen. Der Herr ist sogar abgestiegen. So, dann haben wir ihn gebeten, auf den Bürgersteig zu gehen. Ist wieder aufgestiegen, weggefahren. Ja, und dann ist er weggefahren. Ja gut, worüber reden wir dann nicht? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht gehört. Ich bin abgestiegen, sie haben nichts gesagt. Gehört, und dann habe ich gehört, sie meinten irgendjemand anderen. Sie haben gesagt, sie gehen. Also folgendermaßen ist es rechtlich gesehen, hat Herr Aal hier vollständig recht. Dazu kommt natürlich die Unschuldsvermutung. Das heißt, wenn die Kollegen, die sie dazu aufgefordert haben, auch nur den Hauch einer Zweifel haben, den Hauch von Zweifeln haben, dass sie das vielleicht tatsächlich nicht gehört haben kann oder haben, dann müssten sie das als Flucht auslegen. Wenn die beiden Kollegen sich hundertprozentig sicher sind, dass sie das gehört haben müssen, dann ist das als Widerstand zu werden. Wer kann das auch bezeugen? Die stand neben uns. Ja, tatsächlich haben die den Herrn gebeten, auf den Bürgersteig zu gehen. Ja, bin ich ja. Und danach kam nichts mehr. Sie sind dann wieder aufgestiegen. Ja, danach kam nichts mehr. Sie sind in ihrem Auto sitzen geblieben, haben nichts gesagt, dann bin ich weitergefahren. Sie sind neben ihrem Motorrad stehen geblieben. Wir haben sie gebeten, auf den Bürgersteig zu gehen. Und daraufhin sind sie wieder aufgestiegen und weggefahren. Ja, weil ich nichts gehört habe. Ja, weil sie nichts gehört haben, genau. So. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, und zwar Geschwindigkeitsüberschreitung über 30 km/h. Als er wieder vor uns weggefahren ist, ist er deutlich, deutlich über 80 km/h gefahren. So, also, möchten Sie jetzt endlich mitkommen? Für was denn? So, können Sie sich das aussuchen? Ist mir eigentlich relativ
abgebumst, ist ganz ehrlich. Also ich also sie wären jetzt schon draußen, wenn sie einfach mitgekommen wären, ganz ehrlich. Ja, aber alles gut, das gehört doch hier zu Dortmund dazu, oder? Nee, hey Kollegen, was ist das denn jetzt für ein Ton, bitte? Also setzen Sie doch hiermit immer das Recht durch und nicht, worauf Sie Lust haben. Ja, es ist halt so, vor der Sonnenwende 30 Minuten, er kommt dreimal zu uns, tut immer wieder wegfahren vor uns, tut Leute überfahren. Also, Kollege Schnürschuh, zu meiner Rechten, ja, ich möchte dir jetzt eine Sache mal sagen, und okay? Jetzt 30 Minuten diskutieren, da habe ich auch echt keinen Bock mehr drauf. Dann solltest du vielleicht einfach den Alt-F4-Muskel drücken, eventuell. Ui! Sag mal! Ein präziser Schuss. Tja. Hab ihn verfehlt. Also, pass auf. Ja, wenn ich die Diskussion gehören dazu, die wirst du immer haben als Polizist. Ne? Ich glaube, der hat den Job wohl ein bisschen verfehlt. Er ist scharf. Also, wir können das Thema tatsächlich abkürzen. Wenn der Kollege ihn das zur Last legt, dann führt da auch kein Weg dran vorbei. Wenn alle Leute hier bezeugen, dass sie ihnen das gesagt hat, dann ist es tatsächlich der Widerstand. An sich, die Flucht, gebe ich ihnen recht. Und wenn sie es nicht hören, ist die Flucht nicht strafbar. Aber der Widerstand ist dann gegeben, wenn sie den Anweisungen nicht nachkommen. Aber ich habe ja die Anweisungen nicht gehört. Ja, dann, wie war das nochmal? 10 Hafteinheiten wegen Geschwindigkeit. Das war doch das, was wir machen wollten. 10 und 25 Hafteinheiten. Das für 25 Hafteinheiten? Ja, Widerstand. Wo war denn der Widerstand? Oh, ich dachte, das hatten wir schon. Das haben wir doch gerade eben geklärt. So, wollen Sie jetzt mitkommen, freiwillig? Muss ich ja wohl anscheinend, oder? Ja. Ich will ja nicht, dass Sie hier gleich noch einen Nervenzusammenbruch schieben. Sie machen ja einen völlig abgefuckten Eindruck. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag. Ja, gleichfalls. Wir sind auch weg, ne? Gleichfalls. Aber ey, stell mein Motorrad an die rechte Seite und nicht den ADAC abschleppen lassen. Ja, zu spät. Dann schneide ich Sie ja mal an. Jo, danke. So sind beschuldigt, alle oder mehrere Straftaten. Sie können sich zu diesem Sachverhalt äußern müssen, aber nicht. Sie haben das Recht auf einen Rechtsanwalt. Haben Sie es verstanden? Ja, machen wir das Radio an, danke. Korrekt. Wollen Sie denn einen Rechtsanwalt? Nee, alles gut. Ich höre nur ein bisschen Radio jetzt. Ja, machen Sie das. Präsidium mit. Wunderschöner Sender. So, dann schneide ich es ja mal ab. So, Bob einziehen. Jo. Hey, ich kann auch selber laufen, aber danke. Na, dann rennen Sie wieder weg. Mit Handschellen, perfekt, genau. Ja, mit Handschellen können Sie noch rennen. Ja, und wenn ich dann pissen muss, wer soll meinen Schwanz halten? Ja, Chat, vielleicht liege ich da auch falsch, aber für mich gehört zu RP halt auch Gequatsche. Welche Zelle wollen Sie? Warten Sie, ich nehme die ganz hinten links, da hat mir nämlich mal Ihre Mutter eingeblasen. Vielleicht sehe ich es auch verkehrt und denk mir halt einfach so, So, dann muss ich ja immer noch durchsuchen. Ja, aber alles aufschreiben. Ja, ich habe einen Waffenschein. Alles will ich wieder haben danach. Ein Taser. Ja. Taser. Ja, ein Taser. Genau, richtig. Schlagstock. Ja, richtig. Das ist für meinen Sicherheitsdienst beim Titty Twister. Sicherheitsdienst am Titty Twister. Richtig, richtig. Lizenz dafür. Ich habe einen Waffenschein, ja. Lizenz für den... Für die Wachschutzlizenz. Wir haben Wachschutzlizenz, haben wir auch. Kann ich hier mal sehen? Lass mich mal kurz überlegen. Ich zauber mir das Ding kurz aus dem Arschloch, während du mich durchsuchst und Handschellen. Ja, gleich. Oh, was ist hier los? Ja, nach 40 Minuten Diskussion haben wir es endlich geschafft. Hier rein. Was für Diskussion? Kollege, darf ich dir eine Sache ganz kurz sagen? So, ich sag dir ganz ehrlich. Wem denn jetzt? Wem denn? Der, nein, nein, nein. Der Kollege im Stock im Arsch. Der Job passt überhaupt nicht zu dir, Digga. Geh mal raus, eine Runde ficken, Digga. Du gehst mir so auf den Sack. Das nächste Mal schieße ich dir einfach in den Kopf und dann hast du deine Scheiße, Digga. Dann rede ich nicht ein Wort mit dir, dann komme ich mit 20 Jungs und dann ficken wir dich. Wenn es das ist, was du haben willst, Digga, du gehst mir richtig maximal auf den Pisser, Digga. Was ist denn jetzt hier überhaupt los? Scheiß drauf, ey. Alles gut. Alles gut. Scheiß einfach drauf. Mach einfach dein Ding, leck mir das Arsch drauf und piss dich, Alter. Ach. Also wirklich, Digga, wie kann man... Also, Bruder, also es ist wirklich unerträglich, Digga. Also wirklich, unerträglich, der Typ, Digga. Nächstes Mal knall ich ihn einfach ab. Ja. Was steht im Treppenhaus, damit das nicht geklaut wird? Jo. Was steht im Treppenhaus? Ihr Motorrad. Bruder, ich frag nur nach, was im Treppenhaus steht. Die Antwort ist... Ihr Motorrad. Bruder. Ihr habt das gemerkt. Ich hab ab einem gewissen Punkt einfach das Interesse verloren, mit der Person RP zu spielen. Bis zu einem gewissen Punkt... Hatte ich Lust, mit ihm RP zu machen, aber ich habe gemerkt, er hat gar keine Lust. Und zu RP gehört auch unnötige Diskussion, unnötiges Gelaber. Ich habe recht, du hast recht. Irgendwann habe ich einfach keinen, also irgendwann hat man gemerkt, er hat gar keinen Bock. Da wird geschweißt. Herr Scharf? Psst. Ich probiere zu flechten. Erzähl das dir. Aber das ist Beton, da kommst du mit dem Schweißgerät nicht durch. Scheiße. Aussprechen solltest du noch mal üben.
Wisst ihr übrigens, dass der Schaf in der JVA Scheißverbot hat? Wieso hab ich Scheißverbot? Er hat, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten hat er die ganze JVA Folge geschissen in seiner Zelle. Ja, weil mir auch die Kollegen das Arschloch penetriert haben. Oh Mensch. Komm, 50 Cent für Arme. Steh auf jetzt hier. Ja, lass mich raus aus der Möhre hier. Er gibt sein Bußgeld, soll er bezahlen, dann ist das Ding durch. Ja, bei mir bezahlt er wieder nicht, dann, ja, komm, ich hab keinen Bock mehr auf Beleidigung. Such dir einfach einen anderen Job, du Flachpfeife! Ja, bitte aber zur Seite, sonst kriegt ihr das gleich, wirklich. Was kostet das jetzt? 500.000. 500.000? Ja. Dann sagen sie ihrer Mutter, es gibt heute Abend nur Spaghetti. So, hab bezahlt. Und jetzt? Ja, jetzt müssen sie noch die Haftzeit absitzen. Wie lange sagt er denn noch? 10 Minuten, die kann er ruhig noch sitzen. Also wir haben ihm jetzt 50 Minuten Haftzeit, 50 Minuten Haftzeit gestrichen. Lass mich hier in Ruhe kurz probieren. Haben Sie einen Hammer einstecken? Nee, scheiße, kein Bock mehr. Schickes neues Hütchen. Dankeschön. So. Steht ihn, muss ich sagen. Dankeschön. Danke. Dann wünsche ich schon mal einen schönen Abend, Herr Scharf. Gleichfalls, Dankeschön. Oh, verdammte Scheiße! Das war so klar. Guck mal da. Guten Tag noch. Gleichfalls. Kurz, lasst euch gut gehen.